Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das sagen Spitzenpolitiker fast aller Parteien. Auch unsere Kanzlerin sagt das. Aber dafür ist der längst fällige Paradigmenwechsel jetzt einzuläuten. Das heißt, wir müssen nicht nur an die Menschen denken, die zu uns kommen, sondern auch an die Aufnahmegesellschaft und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass die Menschen zu uns kommen. Wie kann das aussehen? Nun, wir können auf der einen Seite im Kleinen, in den Quartieren viel mehr machen. Wir können dort Feste, Turniere organisieren. Wir müssen natürlich auch in den Behörden herangehen und sehen, dass die Menschen, die dort arbeiten, entsprechend sensibilisiert werden, human mit den Leuten, die zu ihnen kommen, umzugehen. Und große Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen finanziell unterstützen, die zu mehr Toleranz aufrufen. Und dafür wollen wir den Integrationshaushalt verdoppeln. Von 30 auf dann 60 Millionen Euro.